Im Altenheim St. Maternus in Köln zocken die Bewohner am Rechner. Mit Xbox, VR-Brille oder am Tablet können sie Autorennen oder Landschaftssimulator spielen. Wir haben 2016 angefangen mit dem, dass wir uns Tablets angeschafft haben. Und das ging dann so nach und nach, dass wir das aufgebaut haben. Dann kamen mehr Tablets dazu, dann kam irgendwann mal die VR-Brille dazu. Einige Bewohner erfüllen sich den Traum, noch einmal zu verreisen. So besuchte zum Beispiel Elfriede Hinrichsen per VR-Brille und Google Earth den Strand auf Teneriffa. Das war einmalig, auch die Fische und die Quallen und so, ne? War sehr gut. Beim Gaming ist es halt so, dass da eher so realitätsnahe Dinge gemacht werden, wie Autofahren oder so Landwirtschaftssimulator. Gerade für Technik haben Herren eine große Affinität. Aber auch die Damen spielen gerne mal ein Autorennen. Die Dame, die hatte mal 200 Sachen. Ja. Oh. Ich glaube auch. Das digitale Angebot bringt Spaß und Spannung in den Alltag der Bewohner. Und wenn die Enkel zu Besuch kommen, können sie zusammen mit ihren Großeltern zocken. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.